Es sind diese Matches, in denen alles möglich ist, in denen jeder seine Chance bekommt, in denen aber auch nur einer gewinnen kann. Michael van Gerven gegen Adrian Lewis. Ein Match mit überdurchschnittlicher Intensität und einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Beide spielen auf einem absoluten Top-Niveau bei dieser WM und vor allem in diesem Viertelfinalmatch. Die Sätze sichern sich die Kontrahenten jeweils im Wechsel. Beide mit einem Average um die 100 Punkte und Lewis hier wieder mit einem schönen 136er High-Finish zum Leggewinn. Van Gerven aber ebenfalls überzeugend und mit seinen Qualitäten auf die Triple 20. Zweimal schafft er 6 perfekte Darts. Einmal sehen die Zuschauer im Alley Pally sogar noch den 7. Dass der 8. Dart dann nicht sitzt, nimmt Van Gerven mit einem Lächeln. Mighty Mike immer mit einem Satzvorsprung, doch der amtierende Weltmeister steckt nicht auf. Schafft immer wieder den Ausgleich und erzwingt somit den entscheidenden 9. Satz. Hier liegt Lewis dann sogar vorne und hat die Möglichkeit, das Spiel zu entscheiden. Matchstart Nummer 1 und Matchstart Nummer 2 sitzen dann jedoch nicht. Lewis mit einer Doppelquote von 44% versagen im entscheidenden Augenblick die Nerven. Van Gerven hingegen nutzt seine Chance. Er checkt seine 83 Rest und sorgt für den erneuten Wendepunkt im Spiel. Ein absoluter Big Point für Van Gerven. Lewis mental im Nachteil. Ab jetzt gewinnt der Spieler mit 2 gewonnenen Legs Vorsprung. Den eigenen Aufschlag bringt Van Gerven dann nach Hause und er spielt sich im 6. Leg sogar seine ersten Matchstarts. Komm, mein Junge! Nummer 3. Er muss da drin. Ja. Oh, Mann, oh Mann, oh Mann. 3 Matchstarts. Die große Chance für Van Gerven. Doch auch er verpasst das Match zuzumachen. Lewis darauf wieder am Zug. Der Weltmeister finisht die 141 nicht und gibt Van Gerven die nächste Gelegenheit zum Matchgewinn. Und die nutzt der junge Holländer eiskalt. Van Gerven gewinnt ein Riesenmatch und beweist wieder einmal seine Reife für den Titel. Adrian Lewis seinerseits bitter enttäuscht und ist nur Zuschauer bei den Halbfinalspielen zwischen Michael van Gerven und James Wade sowie Phil Taylor und Raymond van Barneveld.